Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Welly Welly Welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute beim 85. Mondstein Laden Premium Shop Update. Ganz genau, uns fehlen ja noch ein paar Sachen aus den Leaks. Ich weiß gerade gar nicht mehr welche. Ja, wir gehen erstmal nochmal zu Dagobert, obwohl ich da heute eigentlich schon war. Stimmt, wir waren da ja schon. Da gab es ja gar nichts. Ne? Ich habe ja schon das Update-Video rausgehauen. Das sollte gleich eigentlich auch offiziell bei Disney Dreamlight Valley gepostet werden. Nächste Woche, Mittwoch, geht's los. Darum lasst gerne ein Abo, Like da, damit ihr nichts mehr verpasst. Aktiviert gerne das Glöckchen, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wir spielen natürlich alles vom Update durch. Ne? Wir machen die Streams dann ab nächste Woche, Mittwoch. Wahrscheinlich täglich erstmal. Tipps und Tricks gibt's da, Leaks, und wir werden alles Neues zeigen und Patch Notes und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr, ne? Der Sternfahrt wurde auch sogar halbwegs gut aufgenommen. Das wird ja so ein Rock'n'Roll-Sternfahrt werden. Viele mögen es aber nicht unbedingt, weil es wenig mit Disney zu tun hat, was ich persönlich gar nicht so schlimm finde. Man muss natürlich so ein bisschen Rock-Fan sein. Also ich finde das eigentlich cool, dass sie ein bisschen was Neues reinbringen, ne? Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Genau, und falls ihr euch optimal vorbereiten wollt auf nächste Woche, auf das neue Update, falls ihr noch Mondsteine braucht, falls ihr günstig an Mondsteine kommen wollt, kommt gerne zu meinem Partner Instant Gaming. Ne? Da kriegt ihr auch wirklich Spiele reduziert. Seht ihr ja auch aktuelle Spiele. Hier gibt es auch Nintendo Switch Guthaben, PlayStation Guthaben, Xbox Guthaben, Steam Guthaben. Viel, viel günstiger als bei anderen Online-Händlern oder zum Beispiel bei Aldi oder Lidl. Also ich würde euch auch immer empfehlen, kauft wirklich nicht in-game die Mondsteine. Kauft euch wirklich hier am besten Guthaben. Ladet damit eure Konsole oder euer Steam-Konto und so weiter auf und kauft euch dann Mondsteine. Da könnt ihr wirklich Geld sparen. Ihr seht das ja auch, ne? Umso mehr Guthaben ihr kauft, umso mehr könnt ihr auch sparen. Gibt es natürlich auch für die PlayStation, ne? Da bezahlt ihr statt 75 Euro, zahlt ihr hier nur 61,99 Euro. Viele haben das von euch auch schon gemacht über meinen Link unten in der Kanal- und Videobeschreibung. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid wirklich Wahnsinn. Also ihr seid wirklich krass. Danke, danke, danke schön für die liebe Unterstützung. Ihr seid auch alle top zufrieden. Die Bewertungen sind auch wirklich super. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Der Kundendienst ist natürlich auch super, 24/7 steht hier zur Verfügung. Vielen, vielen lieben Dank und macht auch sehr, sehr gerne beim Gewinnspiel mit. Da gab es schon den ersten Gewinner, nämlich Sailor. Herzlichen Glückwunsch, das gibt es ja jeden Monat Neues, auch in der Kanalio-Videobeschreibung. Müsst ihr euch nur ein Instant-Gaming-Konto machen, könnt ihr gerne mitmachen, 29 Tage läuft es noch. Und dann könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Sailor hat zum Beispiel Supermarkt-Simulator gekauft. Viel Spaß damit, ne? Macht da sehr, sehr gerne mit und vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Gerne unter meinen Link. Danke, danke, danke schön, ihr Süßen. Das ist sehr, sehr lieb. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und danke einfach nochmal. Viel, viel lieben Dank. So, jetzt gehen wir zurück ins Spiel. Einen Moment, wir haben noch ein bisschen Zeit. Diesmal bin ich wieder früher drin. Ups, einen Moment. So, jetzt bin ich am Start. So, gucken wir mal, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute. Dann endet auch der Sternfahrt. Wunderbar. So, Kürbisformschnitt. Gehen wir nochmal die alten Sachen durch. Kürbisformschnitt war richtig cool, habe ich mir geholt. Konnte man machen. Outfit Boogie Woogie war nicht so ganz meins. Ich glaube, euers war es auch nicht so wirklich. Den Kopf konnte man auch gut für Dream Snaps auf jeden Fall benutzen. House of Halloween Town war auch ganz nett. Sehr, sehr klein. Erinnert eher an so ein Dixie-Klo. Mickey der Zauberer fand ich auch richtig gut. Ne, kann man auch mitnehmen, den Skin. Muss man als Skin-Fan sein. Flügel des Regenbogen-Phönix fand ich auch gut. Die besten Flügel waren das. Sind und sind die besten Flügel immer noch. Rapunzelkleid fand ich auch ganz schön. Albtraumschloss, 20% Rabatt, kann man mitnehmen, passt. Und natürlich das Patchwork-Kleid von Sally, ist auch ganz schön. Vor allem für Halloween Dream Snaps kann man das immer super gebrauchen. Und jetzt geht der Countdown los. Danke für dein Abo, Stuffel, viel, viel lieben Dank. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ich habe absolut keine Ahnung, was wir kriegen. Ich habe alles aus den Leaks vergessen. Ist ja das letzte Update vor dem Update sozusagen. Das letzte Laden-Update. Ich bin gespannt. Bitte noch ein cooles Haus oder so. Okay. Ja, ja, ja. Viele alter Kram. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Gar nicht mal so viel. Es gibt tatsächlich nur das Jafar-Outfit. Okay. Nichts Neues, ne? Ne, alles alter Kram. Aber hier, Sachen aus dem alten Sternfahrt sind dabei. Das haben sich ja viele von euch gewünscht. Wir nehmen natürlich Jafars Outfit mit. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder anziehen. Aber da es nur ein Gegenstand ist, kaufen wir ihn einfach mal. Komm, nehmen wir mit. Ist ja ganz witzig. Vielleicht kommt da irgendwie mal ein Wüsten-Dream-Snaps oder so. Nehmen wir mit. Ausrüsten. Kann ich euch direkt zeigen. Piratenpapagei gibt's. Zeige ich euch auch nochmal. Ist ein schöner Begleiter. Hier, Set Gothic Halloween. Das müsste, glaube ich, aus dem ersten Sternfahrt gewesen sein. Ich glaube, das war der erste Halloween-Sternfahrt hier, die Sachen. Könnt ihr jetzt auch nochmal holen. Für 1200 Mondsteine kannst du nicht meckern. Ist ein gutes Bündel.
Ja, da kriegst du 4 Artikel. Kann ich empfehlen, zeige ich euch gleich nochmal alles. Ja, ist sehr, sehr cool. Genau, was hatten wir noch hier? Ja, zeige ich euch auch nochmal. Skelettartiges Werkzeugset. Kostet wahrscheinlich 3.750 Mondsteine. Gibt's aber Rabatt drauf. Du aus Halloween Town. Würde ich nicht ganz empfehlen. Was wollen sie dafür? 1.200 mit 20% Rabatt ist eher schwach. Ist eher schwach. Ja. Was haben wir noch? Ja, Kinderparadies. Kann ich euch eigentlich auch nochmal gerne zeigen. Habe ich auch noch nichts mit dekoriert. Hier haben wir nochmal den Süßwarenladen und Inside Out Emotional Whirlwind. Ja. Kann ich euch gleich alles nochmal zeigen. Genau, kommen wir erstmal zu dem einzigen neuen Artikel. Also dieses Mal war wirklich nicht viel tatsächlich. Ne? Sonst haben sie eigentlich immer 2 bis 3 oder 4 Sachen bis zum Ende des Updates gehabt. Jetzt haben sie tatsächlich noch eine Sache. Aber komischerweise, wo ist das Schneewittchens böse Königin-Outfit? Das sollte doch reich auch in den Mondstein-Shop. Aber sieht cool aus. Ich mag das ganz gerne. Auch mit diesen Dingsbums hinten. Mit diesem, wie heißt das nochmal? Mit diesem Cape. Mit dem Rucksack sieht es ein bisschen albern aus. Endlich sehe ich aus wie Papa. Wunderbar. Ist cooles Ding. Auch wie sich das so... Ja, das Cape finde ich cool. Und das Kleidstück finde ich ganz nett. Ist ein cooles Outfit. Auf jeden Fall. Wir sehen ein bisschen jung aus irgendwie. Ne, als ob ich in Papas Kleiderkammer gekramt hätte. Aber ist schön. Kann man wirklich mitnehmen, das Outfit. Finde ich cool. Kann man sogar ein bisschen so rumlaufen. Finde ich ganz nett. So, Papagei. Zeige ich euch als nächstes. Aber ich bin froh, wie gesagt, dass wir nur wenig neue Sachen haben. Das ist gut. Gut, gut, gut. Ich hoffe, beim nächsten Update kommt wieder ein bisschen mehr. So, Papagei. Ah, ah, Piratenpapagei. Auch ein cooler Begleiter. Cooler Flugbegleiter, finde ich. Hat ja noch eine andere Pose. Habe ich zwar leider nicht mehr benutzt, aber es gibt oft auch mal Piraten-Dream-Snaps oder so. Da kann man den gut benutzen, auch so für Schatzinseln und so weiter. Also ich habe den schon einige Male benutzt. Genau, setze ich so auf den Arm. Ich finde ihn cool. Kann man mitnehmen, finde ich. Oder? Der ist ganz süß. Mag ich sehr, sehr gerne. Genau, was hatten wir noch? Das Kinderspielzeug, ja. Also diese Kindermöbel. Da müsste ich mal gucken, nach was könnte ich das denn filtern? Muss ich mal schauen eben. Halloween zeige ich euch natürlich gleich auch nochmal. Oder zeige ich euch erstmal den Werkzeugskin. Machen wir erstmal Werkzeugskin, das war dieses Skelettartige. Ja, kostet natürlich 3.750 Mondsteine, mit 20% Rabatt geht es noch. Könnt ihr bei Garderobe finden, dann zu Geräte, der Gerät. Ja, kann ich mal alles ausrüsten. Ja, ist jetzt nicht wirklich mein Favorit, muss ich sagen. Aber für Halloween-Liebhaber kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Hat das auch eine Sanduhr bekommen? Ja, hat auch eine Sanduhr. Ja, dann zeige ich euch nochmal alles. Skelettartige Gießkanne. Ist ganz nett. So ein bisschen Nightmare Before Christmas-Style. Ne? Weihnachten und Halloween ein bisschen gemischt. Mit so einer Lichterkette kann man machen. Ich mag das immer ganz gerne, wenn es ein bisschen leuchtet. Leuchtet auch so ein bisschen. Hier die Schaufel. Finde ich auch ganz nett. Ja. Angel. Ist noch ein bisschen Angeltrank drauf. Ist jetzt aber auch nicht so spektakulär. Hier auch so ein bisschen Lichterkette. Bisschen diese schwarz-weiß gestreifte. Und Sanduhr natürlich auch noch. Sieht auch cool aus, ne? Kann man auf jeden Fall machen, wenn ihr so viel Geld ausgeben wollt natürlich. Aber mit 20% Rabatt kann man es auf jeden Fall machen. Ja, dann gehen wir erstmal ins Halloween, in die Halloween City. Im vergessenen Land. Dann zeige ich euch erstmal diese kleine, diese Katze, die aus dieser Box kommt. Und den kleinen Tisch. Ja, müsste eigentlich hier, glaube ich, stehen. Genau, es sind diese beiden Artikel praktisch. Ihr kriegt dann dieses Pult und kriegt dann diese kleine Drehtruhe. Und dann kommt halt diese Katze raus. Müsst ihr wissen, ob ihr dann 1000 Mondstände für ausgeben wollt oder so. Ist ganz nett, kann man sich hier schön hinstellen, aber man braucht es nicht wirklich. Man braucht es nicht wirklich. Wäre für mich auch eher so ein Mondsteinartikel. Ja, ne? Hätten sie noch irgendwas dazu packen müssen, da wäre es noch ein bisschen geiler geworden. So, was hatten wir noch? Ah ja, die Spielzeugsachen, da wollte ich mal eben gucken, wie ich die filtern kann. Also die Spielplatzsachen eher gesagt. Ne, jetzt zeige ich euch nochmal hier die Möbel. Fliegende Kerzen, Fenster, Baum habe ich, glaube ich, gar nicht aufgestellt. Die Bank steht da hinten. Genau, hier ist die Bank, finde ich auch ganz nett. Sieht gut aus, passt gut zu Halloween. Habe ich jetzt zur blauen Oma hier gestellt. Man kann sie auch draufsetzen, geht auch. Wie man es halt auf so einer Bank so macht, ne? Finde ich ganz cool. Den Baum müsste ich euch nochmal irgendwie zeigen. Den habe ich, glaube ich, nirgends so hingestellt. Soweit ich weiß, oder? Mal gucken, wo ich den finde. Ich glaube, bei Zierpflanzen. Weil er verbraucht relativ viel Platz. Darum mag ich den nicht so gerne, den Baum. Hier ist er. Spinnennetzbaum. Ja, der braucht sehr, sehr viel Platz, wie ihr seht. Darum habe ich ihn jetzt nicht aufgestellt. Aber an sich ist ja auch cool, wenn er nicht so viel Platz verbrauchen würde. Habt ihr nochmal so einen Baum mit so ein bisschen Spinnennetz? Ja, kann man auch schön machen.
Die Kerzen? Ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal nachkaufen müsste. Das sind auf jeden Fall so fliegende Kerzen. Aber die habe ich bisher, glaube ich, auch noch nie wirklich benutzt. Möbel? Wie sah das Fenster nochmal aus? Einmal nochmal gucken. Irgendein Halloween-Fenster. Ich glaube, da haben wir auch schon mehrere von. Gotische Schlossfenster. Und Schwimmkerzen. Schwimmkerzen? Schwimmen die etwa? Gotisches Fenster. Habe ich, glaube ich, auch nie benutzt. Oder? Genau, das ist einmal das Fenster hier. Sieht aber cool aus. Kommt auch so ein bisschen Licht durch. Mag ich auch ganz gerne. Beleuchtung bei den Kerzen müsste ich mal gucken, ob ich die überhaupt hier habe. Ansonsten müsste ich die nochmal nachkaufen. Die könnte auch sein, dass ich die irgendwo in der Wohnung stehen habe. Auf jeden Fall sind es so schwebende Kerzen. Ich glaube, das kann man auch hier gut sehen. Ich guck mal eben. Genau, es sind einfach so schwebende Kerzen. Die schweben einfach so ein bisschen im Raum oben. Also ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das Set. Kann ich euch empfehlen, für 1200 Mondstände kannst du nichts sagen. Und ihr habt ein bisschen Halloween-Stuff. Genau, und hier fliegen auch noch die ganzen Fledermäuse rum. Ist ein cooles Fenster rein von der Animation her. Ne? Ja. Weil wahrscheinlich werden wir beim Sternfahrt nicht viele Halloween-Sachen bekommen. Ich denke mal, es wird ein Halloween-Event geben vielleicht. Und vielleicht noch ein paar Codes, könnte ich mir vorstellen. Und wir werden halt die alten Sachen aus den alten Sternfahrten bekommen. Das wird jetzt alles ein bisschen rocklastiger, witzigerweise. Ne? Obwohl ich mir auch gerne im Sternfahrt ein bisschen Herbstsachen gewünscht hätte. Hätte ich, glaube ich, noch mehr gefühlt als diese Rockstar-Sachen sozusagen. Genau, das waren die Halloween-Sachen. Ich gehe nochmal in ein helleres Gebiet. Dann zeige ich euch nochmal diese Spielplatz-Kindermöbel. Die ich auch noch wirklich noch nirgends so dekoriert habe. Morgen gucken wir uns natürlich auch wieder das Dreamsteps-Ergebnis an. Wir stimmen natürlich für die alten Bilder ab und wir machen natürlich auch ein neues Bild. Ja, bin ich auch mal sehr gespannt. 4000 Mondstände wären mal wieder schön. So, Kindersachen. Möbel. Ich guck mal bei alles. Das kann ja noch nicht so weit weg sein, ne? Ich glaube, so weit ist es noch nicht her. Sind auf jeden Fall sehr bunt. Ich weiß nicht, ob ich es ja auch irgendwo in der Wohnung aufgestellt habe, beziehungsweise im Haus. Mal gucken. Eigentlich müsste sie direkt ins Auge fallen. Das sind so 3, 4 Artikel. Genau, Blumenspieltisch war das. Hier sind sie, glaube ich, alles. Ne? Kinderzimmerregal, yo. Genau, einmal die Rutsche. Habe ich auch noch nirgendwo aufgestellt. Genau, die 4 Artikel müssten das sein. Finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Also kann man ein gutes Kinderzimmer mitbauen. So ein kleines Regal mit Sachen. So eine Rutsche, Blumentisch, ne? Hier so eine kleine Küche. Cool wäre es, wenn man noch mehr Kinderartikel hätte. Dann könnte man wirklich so ein Kinderzimmer bauen. Ich würde auch mal gerne einen Spielplatz bauen oder so. Ja. Richtig cool wäre es eigentlich auch, wenn es bei Disney Dreamlight Valley so Zivilisten geben würde, ist mir gerade mal eingefallen, wenn wirklich hier auch Kinder rumlaufen würden und normale Menschen. So ein bisschen wie in so einem Freizeitpark, aber du kannst die praktisch gar nicht ansprechen, die laufen einfach nur dekorationsmäßig rum. Wäre eigentlich mal eine coole Idee, aber an sich ein gutes Set. Ist auch sehr, sehr einzigartig, weil wir sonst sowas eigentlich gar nicht haben an Kindermöbeln. Ja, ich glaube, damit haben wir erstmal all diese Sachen. Dafür müssen wir auf die andere Insel reisen, genau. Ja, das habe ich euch auch gezeigt. Ab zur anderen Insel. In die Wüste müsste das sein, ne? Grenzland, da habe ich beide stehen. Aber ich bin froh, dass es wirklich nur ein Artikel ist. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da können wir schön für nächste Woche sparen. Es wird ja wahrscheinlich wieder der Sternfahrt kommen. Premium-Sternfahrt. Es werden natürlich wieder 3, 4 neue Sachen kommen. Im Premium-Shop. Vielleicht kommt noch ein Markenbündel. Und da hast du ruckzuck ganz, ganz viele Mondsteine wieder weg. Ja. So, dann gehen wir erstmal zum Süßigkeitenladen. Finde ich ein okayes Gebäude. Ist nicht mein Lieblingsgebäude, muss ich sagen. Aber passt ganz gut vielleicht in die Wüste oder irgendwie auf so eine Kirmes oder so. Genau, ist dann der Schuppen hier. Süßigkeitenladen. Man sieht jetzt leider auch nichts im Schaufenster oder so. Ist halt auch eher so ein Eckhaus. Darum habe ich es auch in die Ecke gestellt. Ist nett. Ist nett. Hatten wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal. Ja. Ne? Genau, und dann haben wir noch das Alles-steht-Kopf-Karussell. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das finde ich ganz cool. Kann man natürlich anmachen. Da gehen die Dinger so ein bisschen hoch. Spielt ein bisschen Musik ab. Das war doch das Karussell oder was anderes. Das war das doch, ne? Genau, das war das. Da könnt ihr natürlich auch mitfahren. Falls ihr das noch nicht wusstet. Dann müsst ihr einfach eure Kamera in die Hand nehmen. Und dann könnt ihr mit der Attraktion fahren drücken. Das steht dann unten links. Oh. Mit der Attraktion fahren? Will er nicht? Nee, irgendwie will er nicht. Warum kann ich damit nicht fahren? Hä? Warum geht er immer in den Selfie-Modus? Ist das verbuggt? Okay, ich gehe immer nur in den Selfie-Modus. Ich drücke doch Viereck. Unten links mit der Attraktion fahren. Jetzt geht's. Okay, da bin ich immer so ein bisschen weggehopst. Ihr könnt natürlich auch mit der Attraktion fahren, wie ihr seht. Ne? Bildformat ändern könnt ihr. Kameramodus ändern.
Könnt ihr mit jedem Karussell machen. Mache ich zum Beispiel nie. Ist aber ein nettes Feature. Aber ich frage mich auch, wer hier Bilder drin macht. Also wer hier ein gutes Stream-Snaps schafft, der hat meinen Respekt. Ja, aber an sich ist das Karussell cool zur Vervollständigung eurer Kirmes. Alles klar, Leute. Das war das 85. Mondsteinladen-Shop-Premium-Update. Ich fand's ganz gut. Ne? Wie gesagt, für Halloween-Fans ist was dabei. Jaffas Outfit finde ich cool. Muss man nicht machen, kann man, aber Piratenpapagei ist cool, Halloween-Sachen sind gut, auch Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt super. Das Haus ist ganz gut, das wollen sie dafür, 3.750 Mondsteine, muss man wissen, ist jetzt nicht mein Favoritenhaus, ne? Muss man wissen, Karussell ist aber gut, ich würde sogar dann eher das Karussell empfehlen für 2.500 Mondsteine. Die Möbel sind auch ganz süß für 1.200, kann man auch mitnehmen, ne? Das hier ist halt auch so ein Ding, ist halt sehr, sehr wenig, aber der Preis ist ganz okay, ja. Und was hatten wir noch? Und wir hatten noch hier, das war's, glaube ich. Und die Werkzeuge. Mit 20% Rabatt kostet es immer noch über 3.000, aber ja, kann man machen, wenn man auf Werkzeugskin steht. Ich glaube, die letzten habe ich gar nicht gekauft von Tiana. Da habe ich tatsächlich drauf verzichtet, weil ich habe genug Werkzeugskins. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch gekauft habt, wie viele Mondsteine ihr ausgibt. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung auch bei Instant Gaming. Danke, danke, danke schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den Gewinner. Danke für alles, ihr Lieben. Ihr seid wirklich sehr, sehr süß und klasse. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder Stream wieder. Nächste Woche kommt das Update. Ich freue mich riesig drauf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.